Dani Breuer-Kolo. Guten Abend. Am Freitag in den sozialen Netzwerken werden die mutmaßlichen Täterinnen aus Freudenberg mit Hasskommentaren überschüttet, die Behörden ermitteln. Und das zeigt uns allen aktuell nochmal, wie wichtig es ist, dass früh der richtige Umgang mit dem Internet vermittelt wird. Das machen oft Medienscouts, also Schülerinnen und Schüler, die Gleichaltrige unterrichten. Und einige, die das besonders gut machen bei uns in der Region, sind von der Landesmedienanstalt ausgezeichnet worden. Und das Gespräch haben wir am Nachmittag so aufgezeichnet. Markus ist nämlich Küchenchef und rotiert da wahrscheinlich gerade mit 8 Armen zwischen Töpfen und Herd für Gäste, die hoffentlich auch erscheinen. Und jetzt wollen wir erstmal eine Runde um den Sorbensee fahren mit einem Liegetandem. Das ist besonders gedacht für Ältere oder Menschen mit Behinderung und ist die Idee eines Fördervereins Elterninitiative in Sundern. Wir durften Barbara Otto und ihre Mutter begleiten und finden musste hin, unbedingt. Ja, super Idee von der Elterninitiative und auch das Zuhause, in das wir jetzt reingucken dürfen, in diese Bau- und Zirkuswagen. Ein super buntes Eigenheim, irgendwo mitten im Sauerland. Und die Familie, die da seit vielen Jahren zusammenlebt, hat auch eine Baumschule und festgestellt, man kann auch auf kleinstem Raum und ohne großen Luxus, also sowas wie fließendes Wasser oder Strom, prima miteinander auskommen für eine Weile. Tolles Zuhause, danke fürs Mitnehmen. Und bei angenehmen 14 Grad heute in Siegen hatten die Bienen schon einiges zu tun. Auch die Blumen haben ordentlich vor sich hingeblüht. Und 10 Grad. Das war's von uns. Teil schwierige Woche für die Region. Danke fürs Zugucken und für Ihr Vertrauen. Hier geht's gleich nach der Tagesschau weiter mit Terra NRW. Ein starkes Netz für 18 Millionen. Wir folgen den endlosen Kabelkilometern unter der Erde, die uns miteinander, mit Handys, Computern und der Welt verbinden. Ihnen einen schönen Abend hier im WDR und ein schönes, erholsames Wochenende. Bis bald.